Sinn können wir mit einem einzigen Wort erklären. Ein Wort. Ich habe hier so ein Engelchen gefunden. Ich will euch das einfach mal zeigen. Das habe ich gekauft, weil ich es einfach so schön fand. Das ist ein weiblicher Engel. Und da stand dazu als Beschreibung, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Und ich glaube, das tun wir auf unsere Weise. Aber wenn wir einen Lebenssinn haben, einen Fokus, dann fokussiert sich das in diesem Stern. Könnt ihr diesen Stern sehen, den der Engel hält? Und ich glaube, dann passiert was ganz Großartiges. Und es ist gut, wenn jeder das von uns findet. Und noch besser, wenn wir dann auch, und deswegen heißt das Seminar Mut zum Glücklichsein, wenn wir dann auch den Mut haben, das tatsächlich umzusetzen. Warum schaffen wir das oft nicht? Warum habe ich so lange gebraucht? Warum habe ich gedacht, ich muss erst mal reich werden, bis dann irgendwelche vernünftigen Fragen in meinem Leben Einzug gehalten haben? Das ist die berühmte Fliege auf dem Bildschirm. Können wir das mal einblenden, wie das aussieht? Was denkt ihr, wenn da so eine Fliege auf, das ist eine schöne Fliege, wenn die Fliege auf dem Bildschirm ist, was denkt ihr, was sieht die Fliege? Ich möchte mir das gar nicht vorstellen, wie gruselig das ist, Fliege zu sein. Aber die meisten Menschen sind ja so. Da haben wir die Fliege, da sehen wir sie. So, das flimmert ja alles. Und im Leben der meisten Menschen flimmert es, weil sie dauernd dringende Dinge tun, statt darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig. Immer die Dinge, die getan werden müssen. Die Pflichterfüllung. Ich halte Pflicht für etwas Wunderbares. Ich halte Disziplin für etwas Wunderbares. Aber ich finde es schlimm, wenn wir unser Leben etwas unterordnen, was von außen zu unserer Pflicht gemacht wurde. Und wir dann denken, es ist unsere Pflicht. Nein, es ist die Pflicht der anderen, die sie uns aufdiktiert haben. Der Lebensumstände, was weiß ich das. Wenn das von innen herauskommt und wir sagen, so, jetzt setze ich das um, dann ist das wunderbar. Also wenn du so wie eine Fliege im Moment auf dein Leben guckst, dann ist das eine gute Erklärung, dann ist es auch wirklich schwer. Ich glaube, wir brauchen ein Puzzlebild. Ich habe hier einen Kasten mit Puzzlesteinchen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da sind ein paar tausend Puzzlesteinchen drin. Jetzt stell dir mal vor, das, was hier in dieser Box ist, das ist das Angebot, das das Leben für dich bereithält. So, und jetzt sagst du, heute ist Donnerstag. Und ich greife mal mitten da rein und ziehe ein Teilchen raus und gucke mal, kann ich das gebrauchen? Das kann ein Mensch sein, das könnte etwas sein, was du kaufst, das könnte ein Buch sein, mit dem du dich beschäftigst. Du hast so ein Puzzlesteinchen und du fragst dich, ist das Puzzlesteinchen jetzt das Richtige für dich? Wie willst du das beurteilen? Oder ist es vielleicht das, sieht unfassbar ähnlich aus, hat aber kleine Streifen hier, oder ist es vielleicht ein oranges? Du hast keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Und warum haben wir keine Ahnung? Weil uns etwas ganz Entscheidendes fehlt. Und das ist das große Bild. Wenn wir ein Bild haben zum Puzzle, dann können wir uns überlegen, ja, könnte hier, könnte irgendwo hinpassen. Aber da müssen wir erstmal wissen, welches Bild will ich eigentlich? Ist das etwas, was mir gefällt, die Golden Gate, oder bin ich lieber in der Natur? Und dann macht es ganz anderen Sinn, einen ganz anderen Sinn. Das heißt, wir werden gleich darüber sprechen, was Sinn eigentlich ist, mal ein bisschen in die Theorie gehen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass Gelegenheiten für uns einen ganz anderen Sinn bekommen, diese ganzen Dinge, die uns begegnen, wenn wir ein klares Bild haben. Wenn wir wissen, das ist es, was ich in meinem Leben will. Zum Beispiel, schöne Natur, ich will die erhalten. Oder speziell sogar diesen See, was weiß ich. Dann hast du ein ganz klares Verständnis, was dir hilfreich sein könnte und was nicht. Wenn wir unser vollständiges Bild nicht kennen, fühlen sich viele schuldig, weil sie so viel nicht tun.
Weißt du, so ein Puzzle, das ist ja irgendwann auch mal fertig. Da kann ich mir das nächste Puzzle nehmen, wenn ich das möchte. Ich habe aber nie den Eindruck, dass ich alle Puzzlesteinchen, die da draußen so rumliegen im Leben, verwenden muss. Habe ich nicht. Das meiste, was getan werden kann von uns, können wir gar nicht tun. Das müssen wir akzeptieren. Es gibt immer mehr, was du nicht tun kannst, als das, was du tun kannst. Und auch deswegen ist der Fokus so wichtig, weil du dich sonst immer schuldig fühlst. Weil du sonst immer denkst, ich muss noch mehr machen, es war viel zu wenig. Deswegen ist es auch so schlecht, ein Ziel zu setzen, so viel wie möglich. Das ist kein Ziel, das ist der Weg in den Wahnsinn. Setze dir ein klares Ziel, damit du auch weißt, wenn du es erreicht hast. Okay, sprechen wir über Sinn. Sinnsuche ist ein Privileg, aber wusstest du, dass es ein sehr neues Privileg ist? Diltai hat zum ersten Mal dieses Wort benutzt, geschaffen, wenn du so willst. Und das war 1883. Das ist noch gar nicht lange her, noch keine 140 Jahre. Da benutzt er das Wort, schafft es er zum ersten Mal in seiner Einleitung für die Geisteswissenschaften. Glück ist uralt. Da kannst du in der Antike drüber lesen. Sinn wirst du nicht finden. Du wirst es bei den alten Griechen nicht finden, bei den Römern nicht finden. Du wirst im Mittelalter nichts zu Sinn finden. Und das hat auch einen Grund. Die Sinnfrage kann ja nur sinnvoll der freie Mensch stellen. Der freie Mensch stellt die Sinnfrage. Vorher waren wir in der Geschichte unfrei, konnten wir auch die Sinnfrage nicht stellen. Hat keinen Sinn gemacht. Und jetzt haben wir aber diese unfassbare Freiheit. Wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, als wir wirklich umsetzen können. Und diese Freiheit, diese unfassbaren Wahlmöglichkeiten, die sind für viele ein Problem. Wir müssen jemanden nur beobachten, wenn er darüber spricht, über das, was er macht und über das, was vielleicht seine Leidenschaft sein könnte oder etwas anderes. Und du wirst es spüren. Philosophen haben sich von da ab, seit Diltai, dann mit dem Begriff Sinn beschäftigt. Und jetzt, wenn ich dich frage, was ist Lebenssinn? Was ist das? Also nicht deiner, sondern was ist das? Dann werdet ihr sehen, das ist ziemlich schwer. Gute Philosophen schaffen es, das ganz einfach zu machen. Und Sinn können wir mit einem einzigen Wort erklären. Woher du weißt also, dass dein Leben sinnvoll ist, dein Tag sinnvoll ist, das, was du gerade tust, ob es sinnvoll ist. Ein Wort, und dieses Wort heißt Zusammenhang. Sinn bedeutet einen Zusammenhang verstehen. Wenn du einen Zusammenhang hast, dann macht alles Sinn. Und sinnlos bleibt das, was keinen Zusammenhang hat.